Zurzeit liege ich auf meiner neuen Fleischmann Nostalgie- oder Retro-Anlage hier die Gleise aus, probeweise. Habe das hier auch schon ein gutes Stück weit geschafft und muss jetzt hier versuchen, diese Kante einigermaßen zu überwinden. Dazu gucke ich hier mal in meinem Kleingleislager, ob sich da nicht was Passendes findet. Der ist es nicht. Das ist sowieso ein Zuschnitt. Aber mit dem Burschen könnte ich leben. Ich werde jetzt mal die Kamera etwas versetzen. Ich hatte ja gesagt, Nutzlänge um die 2 Meter. Das bedeutet, so einige Stücke müssen dann noch rein. Und jetzt stellt sich die Frage, will ich genau 2 Meter haben oder komme ich auch mit 1,80 Meter hin? Folgende Überlegung, es sind 24 cm lange Schnellzugwagen, die hier verkehren sollen. Wenn ich 6 Stück davon aneinander kupple, dann ist das schon ein gewaltiger Zug. 6 mal 24 sind 1,20. 1,44 plus Lok mit 30 cm, sagen wir mal 1,80. Und dann brauche ich ja auch noch die Stoppstrecken dafür. Naja, in der Summe wäre es schon viel besser. Das würde passen mit den 2 Metern. Ich frage mich gerade, warum das mit den Fleischmanngleisen nicht passt. Wenn ich da ein halbes Stück einsetze, dann müsste das eigentlich, ja, nicht nur eigentlich, dann passt das.
Und da muss jetzt aber die nächste Weiche dran. Die hätte schon die richtige Richtung. Und die hier natürlich erst recht. Na, hat wohl ein paar Probleme mit der Endabschaltung, aber schalten tut er. So. Und da geht der Spaß jetzt ziemlich eingleisig weiter. Naja, nicht alles, was aus der Schachtel kommt, ist auch schön. Jetzt mal Zeit, die Perspektive zu wechseln. Da fehlt wieder das Differenzstück, weil ja eine Weiche eingebaut ist. Der Rest klärt sich beim nächsten Mal.